Jetzt wir zusammen, auf geht's. Nächste Runde, um die Flasche, sauber Technik, Innenseite, Außenseite, alles was dazugehört. Ball angestoppt, perfekt. Und eine Golfrunde möchte ich noch sehen, auf geht's. Linker Fuß, viel Gefühl, auf die Flasche aufpassen. Perfetto, super, sehr, sehr gut. Steigern wir noch mal ein bisschen. Und zwar, gependelt haben wir ja gerade eben schon auf der Stelle, das machen wir jetzt auch. Jetzt versuchen wir uns mal dabei zu bewegen. Ja, macht es vor, ich dribbel auf der Stelle. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wollt ihr den Bogen zumachen und vorwärts zurücklaufen oder traut ihr euch auch zu, den Ball rückwärts zu pendeln zur Startposition. Okay, ich habe es mir jetzt zugetraut. In der nächsten Runde werde ich den Bogen machen, damit ihr auch das gesehen habt. Seid ihr bereit? Achtung, pendeln und auf geht's. Blick immer mal wieder lösen, nicht nur zum Boden schauen und wieder auf die Ausgangsposition. Und Wölfi, mit den Kindern zu Hause. Hoppala, passiert, weiter geht's. Einfach sauber zu Ende machen, viele Ballkontakte. Sehr gut. Wölfi, ich brauche mal eine kurze Pause, du auch? Ich glaube, wir trinken mal was. Habt ihr zwar was zu trinken dabei? Ansonsten ganz kurz holen, gebe ich euch 14 Sekunden Zeit für. Dann müsst ihr was trinken, weil das ist wichtig, damit wir fit bleiben, braucht der Körper immer wieder Flüssigkeit. Und in unserer Trinkpause, glaube ich, ja, das kriegen wir jetzt hin. Du bekommst gerade durchgesagt, da ist jemand, der möchte euch etwas sagen. Hallo, liebe Kinder, hier ist euer Paulo Otavio. Ich habe gehört, dass ihr macht jetzt ein Online-Training, ne? Das ist geil, wir haben auch schon gemacht in unserer Zeit hier, wo es schwer war. Ich weiß, ich verstehe, das ist schwer für euch, aber machen wir das weiter. Viel Spaß damit und genießen einfach die Zeit mit Mutter, mit Papa und mit euch auch online, ist auch manchmal gut. Und wir sind immer da, wir sehen uns bald. Viel Glück, viel Spaß dabei, bis bald. Wir haben jetzt einen Aufbau, wenn ihr von vorne drauf guckt, das ist wie beim Bowling. Ja, zack, angesetzt. Kugel rollt und dann schlägt sie vorne auf. Wir haben also vorne einen, dann haben wir dahinter zwei und als letztes haben wir wie viel, Wölfi? Drei. Sehr gut. Ja? Und genauso sind auch unsere Flaschen, jetzt kriegen die Nummern. Durchnummeriert sind die. Wir haben hier vorne die Nummer 1 und dann ist es so, bei uns, wir lesen und schreiben ja von links nach rechts und genauso, wenn ihr davor steht, macht ihr das jetzt auch. Das heißt, wir haben hier 1, dann kommt ihr als nächstes, nach 1 kommt die 2, dann hier die 3, gehen wir in die nächste Reihe, wieder von links nach rechts, haben wir hier 4, 5 und 6. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell. Ich hoffe, es war auch nicht zu langsam. Wir wollen jetzt trotzdem einmal ganz kurz gemeinsam lernen und durchgehen. Wölfi, ich würde sagen, du machst es für die Jungs und Mädels zu Hause einmal vor. Einmal auf die Startposition, erstmal ohne Ball. Und dann würde ich mal sagen, wo ist denn die 1? Einmal rumlaufen und zurück zur Startposition. Ihr macht zu Hause jetzt bitte mit. Okay, habt ihr die 1 gefunden? Einmal um die 1 laufen. Sehr gut. Als nächstes machen wir mal die Nummer 3. Wo ist die 3? Sehr gut, Wölfi, gut gemerkt. Denk an deinen Bogen mit deinen großen Füßen. Großer Bogen bei großen Füßen, würde ich vorschlagen. Sehr gut. Dann haben wir Nummer 5. Wo war Flasche Nummer 5? Richtig stark, sehr gut. Auf der Rückwegklasse 6. Wölfi, machen wir gleich die 6 hinterher. Ihr dürft zu Hause direkt mitmachen. Da kippt die Flasche, aber kein Problem. Steht schon wieder. Und machen wir nochmal den vorletzten, die 4. Wo ist die 4, Wölfi? Auch hier wieder gut, eng drumherum. Und ich würde sagen, ich mache mal die 2. Wo waren nochmal die 2? Die war's. Einmal um die Flasche rum und dann passt es. Alle verstanden zu Hause? Wir machen noch einen kurzen Farbentest. Ja? Ich würde sagen, ich darf auch mal wieder. Ich sage mal rot, rot. Wo sind bei euch zu Hause rot und rot? Bei mir sind die hier und hier oben. Und dann geht es wieder zurück. Jawohl. Dann haben wir als nächstes, mache ich wieder, Wölfi, blau und grün. Blau, blau ist hier vorne, kurzer Weg, das mag ich. Einmal um grün und zurück. Ich glaube, da bin ich wieder. Ihr gegen mich zu Hause. Achtung. 4 und blau. 4 und blau. 4.
vier beide Füße. Blau nehme ich gleich die mit. Kann ich von außen. Oi! Pfosten, Pfosten! Schade, ey! Sehr gut, okay. Nächste Runde. Ich bin nochmal dran, stimmt's? Ja. Rot, rot, grün, blau. Richtig viele. Rot, rot. Rot ist noch einmal hier. Grün, ganz rum und blau. Kurzer Weg für mich hier besser. Jawohl. Den wollte ich wieder sehen. Danke, Wölfi. Danke für dein Lob. Klasse. Bist du wieder dran, oder? Sehr gut. Ich hoffe, ihr kommt zu Hause gut mit. Seid auch fleißig. Bin mir sicher, viele Ballkontakte, denkt dran. Schön Gas geben. Werden intensive 30 Minuten. Als nächstes, Wölfi, haben wir rot, blau, grün. Sehr gut. Richtig klasse und tolles Gefühl. Grüne Flasche noch. Super, Wölfi. Weiter geht's, weiter geht's. Hast du gut gemacht. Ui, richtig stark. Da bin ich wirklich begeistert, Wölfi. Da bin ich begeistert. Das machst du richtig toll. Einmal abklatschen. Weiter so, mein Freund. Richtig klasse. Ich würde sagen, lass uns mal kurz was trinken. Ihr zu Hause bitte auch. Ihr merkt, es ist anstrengend, anstrengend, anstrengend. Oder ist Flüssigkeit? Ich habe schon gesagt, immer, immer wieder wichtig. So, wir werden jetzt noch ein bisschen steigern, auch für euch. Ihr könnt nebenbei zuhören, könnt ganz in Ruhe trinken, solange ich noch hier vorne bei euch bin, geht es noch nicht weiter. Das heißt für euch jetzt Trinkpause. Wir werden jetzt noch ein bisschen steigern. Und ich empfehle euch wirklich von Herzen, macht das zu Hause gerne nochmal von mir aus fast täglich oder zweitäglich. Macht das ruhig weiter. Es ist immer wieder gut für euer Ballgefühl, für euer Dribbling, linker, rechter Fuß. Gerne auch im Duell. Mal mit Mama, mal mit Papa oder euren Geschwistern oder auch einem Freund. Wir dürfen ja noch ein bisschen was treffen an Freunden. Von daher sollte man das ruhig machen. Ich hoffe, ihr habt durchgeatmet. Wir gehen jetzt nochmal ein bisschen höher. Wir steigern jetzt nochmal ein bisschen. Dann gehen wir ins letzte Modul, das wird nochmal ein bisschen schwieriger. Und das geben wir euch ja mit, damit ihr das für zu Hause dann nochmal wiederholen könnt. Wölfi, ich würde sagen, wir geben jetzt nochmal Vollgas. 6 Einheiten. Und zwar starte ich mit euch, also ihr gegen mich. Und folgende Aufgabe: 2 plus 2. 2 plus 2. 2 ist hier, ist aber 4 in der Summe. Also brauche ich nur 4 und Tor! Sehr gut. Nächste, Wölfi, willst du vielleicht mal was zeigen? Ich gebe dir mal was. Und du darfst mal den Kindern und mir vorgeben, dann ist es ein faires Duell, ich weiß vorher auch nicht, was kommt, was jetzt gemacht werden soll. Achtung, jetzt alle Augen auf Wölfi, dass ihr auch gut sehen könnt. Grün, blau, grün, grün. Und ja, sehr gut. Freue ich mich. Das merkt ihr, ich mache immer mal wieder recht, mal den linken Fuß. Ich hatte ja gesagt, mit links bin ich nicht so gut. Manchmal gelingt es mir dann auch nicht. Aber ich will dranbleiben, trainieren und benutze den Fuß immer, immer wieder. Wölfi, klasse, ich nehme dir die ab. Kann ich dir gleich finden. Willst du nochmal eine Runde machen gleich? Machen wir nochmal eine. Jetzt bekommst du erstmal deine Runde. Bist du stark da? Ihr zu Hause auch. Und zwar machen wir jetzt mal 9. 9. Findet eine Lösung. Sucht eine Lösung. Findet eine Lösung, Kinder. Wölfi, du auch. Was macht Wölfi? Jawohl, sehr gut. Wölfi nimmt die 4. Und die 5. Hoppala, sehr gut. 4 und 5 sind 9. Und jawohl, sehr gut. Schön weggemacht. Und die kommen wieder zurück auf ihre Position. Wölfi, ey, richtig stark. Tolle Lösung gefunden. Ich hoffe, das habt ihr zu Hause auch hinbekommen. Es gab aber noch einen anderen Lösungsweg. Wie kommt man auf 9? Wölfi hat sich jetzt für 4 und 5 entschieden. Wir hätten ja theoretisch, ich versuch's mal ganz kurz im Kopf, 6 nehmen können. Und die 3 dazu, wäre ich auch bei 9 gewesen. Hätte vielleicht noch weiter unten anfangen können. Hätte es aber länger gedauert. Hm? Denkt dran, kürzeste Weg. Schnellste Weg wieder zum Tor. Wir wollen da dementsprechend hin.
Okay, ich bin wieder dran, ne? Dann würde ich sagen, 1 plus 2 plus 2. 1 plus 5. Hier geht's durch. Jawohl. Sehr gut. Okay, seid ihr auch schnell drauf gekommen? Ne? Diesmal haben wir, upsala, 3 Zahlen an dir, 3 Finger brauche ich nur. Und 5 war das Ergebnis. Wolfi, willst du mal eine Runde anzeigen? Hier sind deine Karten, gerne wieder auf deine Position. Achtung, aufpassen. Grün und Rot, Grün und Rot. Oh, kürzester Weg. Hoppala! Ich kann einen guten Kontakt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir bedanken uns fürs Mitmachen, Wölfi und ich. Ja, hat es dir Spaß gemacht, Wölfi? Mir auch. Es war wirklich richtig, richtig klasse. Habt ihr Lust, wieder dabei zu sein nächste Woche? Ihr haltet, wie gesagt, in jedem Fall einen Link nochmal, wo alle Highlights, alle Ideen vom heutigen Training drin sind. Und wir wollen jetzt mal etwas auflösen. Ihr erinnert euch an unser Rätsel? Ich mache mal auf. Seid ihr bereit? Vielleicht wisst ihr es ja jetzt auch schon. Das war eigentlich gerade sehr, sehr gut zu erkennen. So, das kann schon mal wieder zurück. Und das auch. Es ist ein Stück Kreide, mit dem wir draußen gearbeitet haben. Und unser Wunsch ist, geht raus in dieser schwierigen Zeit und macht die Bürgersteige und die Einfahrten bunt. Malt euer Training dort auf, schreibt liebe Grüße an eure Eltern oder an Oma, Opa, verschickt davon ein Foto. Das wäre wirklich, wirklich cool, das wünschen wir uns. Und wenn ihr das macht, ja, dann habt ihr die Chance, den Preis zu gewinnen. Ich hatte es ja schon erzählt, ja. Zack, dann könnt ihr ein Trikot der aktuellen Saison gewinnen. Und nicht nur das, mit der Rückennummer eures Lieblingsspielers. Und er wird auch für euch darauf unterschreiben. Ist es cool? Also, wenn ihr Lust habt, schickt das Ganze zu uns bis nächsten Mittwoch 12 Uhr. Und zwar per E-Mail, das müssten eure Eltern dann erledigen. Wir haben hier nochmal ein Schildchen vorbereitet an diese E-Mail-Adresse. Ich komme nochmal näher. Ja, das ist fußballwelt@vfl-wolfsburg.de. Wölfi, hältst du das Schild einmal ganz kurz? Dann ist es noch im Hintergrund zu sehen, wer das noch braucht. Eine Sache habe ich jetzt noch, bevor wir gleich zum Ende kommen, ein bisschen haben wir überzogen. Ich weiß nicht, ist es euch vielleicht aufgefallen, im Hintergrund stand die ganze Zeit etwas, was hier eigentlich nicht hingehört hat. Jeder, der schon mal hier war, der sollte das eigentlich wissen. Da hinten, ja, da steht so ein kleiner Porsche von Playmobil. Und warum der da steht und was es damit auf sich hat, das verraten wir euch nächste Woche. Wenn ihr Lust habt, schaltet dann wieder ein, ihr bekommt alle automatisch den Link zugeschickt. Erzählt es auch gerne weiter. Ja, wir freuen uns, je mehr, desto besser. Wir sagen danke von Herzen und ansonsten würde ich noch sagen, bleibt leidenschaftlich im Training, bleibt gesund, bleibt achtsam in dieser Zeit. Macht's gut, auf Wiedersehen, ciao, tschüss.